Donald Trump besitzt eine Kunstfälschung. Er hat immer wieder damit angegeben, dass er ein echtes impressionistisches Gemälde besitzt von dem Künstler Renoir. Das hing eine Zeit lang in einem seiner Jets, wo Kunst halt so hängt. Art Force One. Jetzt gibt's nur ein Problem, genau dieses Bild hängt im Art Institute of Chicago und zwar seit 1933. Millionen Menschen haben das also gesehen und Renoir hat das Bild auch nicht zweimal gemalt. Also muss Donald Trump eine Fälschung besitzen, aber hey, sogar die größten Genies lassen sich manchmal täuschen.